So, wunderschönen guten Tag hier zur Krisensitzung aus dem Zentrum der Macht, Hochburg, wie auch immer. Ich bin viel zu aufgebracht dafür. Unser aller Leben wurde zerstört. Wir hier zur Krisensitzung eingefunden, einmal mit dem Herr Markus. Yippie, ihr Schweinebacken. Und mit dem Herr Lukas. Yu-Gi-Oh! So, ich... Exodia? Auf Exodia. Ich eröffne dann mal die Krisensitzung, ja. Die Prius weg. Also das war jetzt... Das war jetzt natürlich nur der, das war jetzt natürlich nur so einmal der, hier der, Eyecatcher. Die Wirklichkeit sieht so aus. Wir haben hier einen schönen Artikel. Hier oben bei mir auf dem Screen seht ihr den Link. Ich werde euch einmal kurz erklären, was hier gerade passiert ist. Eben gerade ist in die Welt geworfen worden, dass die Prioritätsregelung, wie wir sie kennen, für den TCG-Raum ein bisschen verändert wurde. Sie wurde angepasst an das, was wir aus Japan kennen, nämlich, dass man Ignition-Effekte nur noch auf neutralem Game-State benutzen kann. Im Endeffekt heißt das für die meisten erstmal, Prio ist weg, das ist ja scheiße. Ja, wie die Realität aussieht, werden euch jetzt mal Lukas und Markus erklären. Ich lass mal kurz Markus den Anfang machen. Ja, also ich muss erstmal sagen, ich bin total pro gegen kontra Prio. Ach so. Also ich bin dafür, dass die Prio abgeschafft wird. Ja, es war lange überfällig. Zum einen, weil wir einmal ein komplett anderes Spiel als das OTG hatten. Zum anderen macht es das Spiel sehr viel interessanter und sehr viel skilliger, meiner Meinung nach, weil man nicht einfach so Sachen machen kann wie, oh, du hast 5 Backrow, egal, hast kein Warning, spiel mal Rabbit-Effekt so, und man konnte nichts dagegen machen. Und ja, man muss sich jetzt schon viel mehr überlegen, was man macht. Klar ist eine Schwächung einerseits von manchen Decks, das macht aber andere nicht so starke Decks stärker, meiner Meinung nach. Und auch Karten wie BTH und TT, der auch gerade auf 2 gegangen ist, macht es auch wieder, also unendlich viel stärker. Ja, vielleicht nicht unendlich, aber viel stärker, weil ja, BTH sind jetzt einfach mal wieder Pflicht, ne? Richtig, es ist zweimal Pflicht, einfach 2 Warnings, 2 BTHs, Pflicht. Wer das nicht spielt, ist einfach selber schuld, weil man hat im Dragons? Endeffekt 4 Warnings. Ja, Dragons ist eine andere Sache, weil die zielen darauf ab, keine Backrow zu spielen, um die MSTs tot schimmeln zu lassen. Aber es ist wirklich, also in Decks, wo ich Warning spiele oder wo ich Backrow spiele, müssen 2 Warnings, 2 BTHs rein, weil, wie gesagt, man hat jetzt 4 Warnings fast, wenn nicht sowas wie ein Kaios kommt oder sowas wie ein Orient Dragon oder whatever. Ja, damit wir jetzt erstmal hier auch nicht festfahren. Lukas, du hast das ja immer auch, du verstehst ja den Unterschied auch so, wie wir drei. Viele verstehen das ja gar nicht, was jetzt im Endeffekt geändert wurde, weil für viele ist es wirklich dieses Prio ist weg. Man muss auf jeden Fall ganz klar unterscheiden. Markus hat das ja gerade schon gesagt, ne? Wenn du einen Kaios spielst, dann ändert das nichts daran, wie der Kaios funktioniert, sondern eher, wenn man... Positiv für mich. Richtig, sondern eher, wenn man sowas wie Lumina spielt. Willst du das mal eben einmal erklären? Also die Sache ist, es gibt natürlich Effekte, die sagen, bei der Summon passiert Folgendes. Das ist dann zum Beispiel Kaios oder Orient Hanzo oder Black Rose oder, ja, von mir aus auch Hanzo, ja, aber der ist ja eh und nicht so wie, ja, wie meine Beispiele. Natürlich. Kaios geht ja eh über alles und die anderen sind normal öfter gespielte Karten. Richtig. Also die Effekte kommen natürlich trotzdem durch. Anders ist das bei Karten wie Chaos Sorcerer, BLS, Rabbit, Zen Mighty, Urteilsdrache, so, ja, Lumina, alle Karten, so Geschichten. Alle Karten, Tester, Lumina. Ja, alle Karten, alle deren Karten, Effekt eine Aktivierung erfordern. Genau. Alle quasi alle Monster-Effekte, die eine Aktivierung erfordern. Im Prinzip könnt ihr euch merken, wo drauf steht Once Per Turn. Also so vom Prinzip, ja, her könnt ihr euch das ungefähr merken, wenn ihr einen Effekt erst aktivieren müsst, wenn ihr zum Beispiel... Oder Snipern. Genau, wenn ihr, zum Beispiel eine Lumina ausspielt, ihr wollt den Effekt von Lumina aktivieren, dann müsst ihr jetzt bitte erst warten, bis der Gegner mit seinem Torrential vielleicht reagieren möchte. Oder wenn ihr Faxen machen wollt, wenn ihr einen Urteilsdrachen spielt, da grüße ich an dieser Stelle Sebastian aus unserem Laden, wenn ihr einen Urteilsdrachen spielt und der Gegner hat 5 Backrow, dann könnt ihr nicht mehr sagen, ja, ist das Summon okay, ja, Schuss, sondern da musst du dann halt erstmal warten.
Bestes Beispiel natürlich jetzt Rabbit. Ich habe jetzt gerade auf der Battle of the States Rabbit gespielt. Jetzt auf einmal muss ich jetzt gucken, dass der Rabbit nicht vielleicht doch einen Wailer fressen kann oder dass der Rabbit sich in einen TT kuschelt oder sowas. Das ist natürlich alles bitter. Aber jetzt müssen wir mal einmal drüber reden. Was hat das denn für Folgen? Weil es werden jetzt auf einmal werden Karten, die wir gegen manche Decks überhaupt nicht gebraucht haben, das war jetzt das erste, was mir eingefallen ist, zum Beispiel total geil. Bestes Beispiel ist im Endeffekt Chain Disappearance gegen Rabbit. Auf einmal eine total geile Karte. Ja, oder Wailer lohnt sich jetzt auch wieder gegen Rabbit. Allgemein lohnt sich Wailer jetzt wieder ins Main zu packen, weil er halt, wie gesagt, den Rabbit komplett lahmlegt, was man vorher nicht, also man hat ihn ja lange wirklich wegen Rabbit, weil Rabbit das Deck to beat war, nicht gespielt, weil er halt nichts gebracht hat, einfach gegen dieses Deck. Und ich denke mal, dass sich der wieder vermehrt im Main antreffen wird. Was ich schon angesprochen habe, ein paar Backrow-Sachen, was du gesagt hast, Chain Disc. Vielleicht sehen wir ja auch nochmal wieder ein paar Trap-Holes wieder aufleben. Ja, warum nicht? Geile Karte im Endeffekt. Gegen Insektor jetzt besser denn je oder also allgemein ziemlich gut. Ja, was es verändern wird, Meta, muss man sehen. Ich denke mal nicht so viel. Die großen drei Decks werden immer noch die großen drei Decks bleiben. Oder vier Decks, man muss Drachen jetzt mittlerweile dazu zählen. Aber allgemein denke ich, dass sich erstmal nicht so viel verändern wird. Es wird viele Regelmissverständnisse geben anfangs. Ich freue mich schon auf Samstag, wenn wir auf Battle of the States sind und dann jeder Prio. Nein. Prio. Ich freue mich drauf, als dass so viele Spiele gewinnen werden. Oh ja, das wird viel also machen, so denke ich. Viele Leute dann wahrscheinlich versuchen, auf sowas wie Karius eine Beta zu spielen. Mhm. Ja, richtig. Also das auf richtig. Jeden Fall. Was sie ja ruhig machen können, was nur total legal ist. Egal. Viel mehr wird sich, also ich glaube, dass so ein paar Decks wie Anti wieder aus der Versenkung ein bisschen hochkommen werden. Weil die wieder halt diese neuen Backrow-Optionen da gekriegt haben, die ihn jetzt TT auch mehr wird bringen. Stärker. Wow, und weil TT ja nicht eh schon voll stark ist. Ich hab mein Zombie immer noch zusammengebaut und die Zombie-Liga auch wieder auspacken. Ja, ich denke, glaubst du nicht, dass glaubt ihr nicht, dass Rabbit so ein bisschen jetzt so mehr zu einem Könner-Deck mutiert, genauso wie Windup im Endeffekt? Nein, auf keinen Fall. Du packst jetzt halt einfach 3 MST-Sturm. Der Move bleibt im Endeffekt derselbe. Du machst Rabbit Hood zwar aus dem Deck, machst Lager Dolker, ob du es durchkommst halt oder das, nicht. Man muss halt das Deck ein bisschen umbauen. Ich würde jetzt im Rabbit keine 2 TTs mehr spielen. Nee, ich würde die TTs komplett kicken. Dafür vielleicht wirklich 3 Lanzen im Main spielen. Einfach um den Rabbit zu schützen und das wird auch wieder so ein Pro-Move. Die Leute, die meinen, ich mach mal TT auf das Rabbit, anstatt auf die beiden Monster ja, zu warten. Das, und dann das wird höchst amüsant. Obwohl, das kannst du nicht sagen. Wenn der Rabbit-Spieler viel Backrow hat, kannst du immer Angst vor der Starlight Road haben, die ja auch eigentlich spielen sollten. Ja. Deswegen kann ich das verstehen, dass man TT aufs Rabbit macht und nicht auf die zwei anderen. Weil wenn du kein Out gegen die Starlight Road hast, ist halt abfuck, wenn die durchkommt. Dann hast du nicht ein Lager oder Dolker da liegen, sondern direkt noch ein Stardust daneben. Das ist hart. Meistens GG. Ja, dann ist GG. Also da... Ne? Ja, Lukas, erzähl, was denkst du? Was ändert sich? Wie ändert sich's? BTH, TT, Book, vor allem Book. Ja, Book, stimmt. Book wird auch wieder richtig gut. Ja, alles schon gesagt. Wähler. Richtig. Am Samstag auf State Championship werden die Leute einen Vorteil haben, die das Ganze schon wissen. Die das einfach verstanden haben. Ich glaube, wissen werden es viele. Wissen und verwissen und verstanden haben. Das Ding ist, ich glaube, mitkriegen wird es jeder, spätestens heute, aber verstehen werden es die wenigen. Das muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, also die wenigsten werden es wirklich umsetzen können. Hast du noch eine Idee, was sich irgendwie an Decks komplett jetzt irgendwie zurückentwickeln könnte? Gibt's Decks, die richtig krass drunter gelitten haben? Die krassen Chaos-Decks, die als Win-Options echt nur ihre 3 Sorcerer und BLS hatten. Hm. Also Piper Chaos zum Beispiel.
Ja, stimmt. Piper Chaos hat ja richtig krass drunter gelitten. Ich glaube, Piper Chaos wird da richtig dran untergehen. Vor allem, weil der Piper kann jetzt alles kassieren. Der kann nichts mehr. Stimmt. Die Sorcerer können in BTAs fallen. Der BLS kann in die BTA-Identität fallen, ohne Effekt benutzen. Also ich glaube, das Deck wird da ordentlich von auf die Fresse kriegen. Das ist, jetzt, ja. Das ist auf jeden Fall. Rabbit ist halt dadurch, dass der Levia jetzt in die BTA fallen kann. Hm. Ja, aber nicht. Also na, das denke ich. Das trotzdem ich nicht denke viel, nicht, dass viel es viel verloren ich find's, hat. Ich finde es nicht viel schlechter, aber es sind halt so Sachen, die, an die man denkt. Es ist einfach, denke ich, eher, dass man jetzt ein paar Sachen beachten muss. Man kann jetzt nicht einfach so wie früher einfach seinen Tourguide mal blind ausspielen und sagen, wenn der ein Warning kassiert, dann kann ich es eh nicht ändern. Wenn eine BTH da ist, dann interessiert es mich nicht. Also das denke ich, kann man jetzt nicht mehr machen. Ich glaube, es wird jetzt irgendwie, man muss jetzt die ein, zwei Hintergedanken mehr haben. Aber ansonsten, denke ich, hat das am Rabbit, denke ich, nicht so viel verändert. Das Spiel wird auf jeden Fall skilliger und für uns TCG-Spieler wird es jetzt natürlich erstmal eine Umstellung, aber es ist halt natürlich auch eine Einstellung. Eine, ich persönlich denke, es wird langsamer jetzt. Eine Anpassung für die Weltmeisterschaft, weil wenn man jetzt letztes Jahr auf der WM war als TCG-Spieler und dann saß man da, hatte keine Prio und hat erstmal drauf geguckt. Ja. Das auf jeden Fall. Also wie ihr das seht, ich habe hier die ganze Zeit auf dem Screen den wichtigen Abschnitt hier in der Mitte. Turnplayer Actions, Many Actions. Nein, das sehen wir nicht. Nein, ihr nicht, aber die Leute, die gerade dieses Video gucken. Many Actions can only be performed when the game state is open. For example, activate an Ignition Effect. Ansonsten hat sich im Prinzip ja nichts weiteres geändert. Aber der Ignitionseffekt, Zündeffekt, wie man es auf Deutsch nennen will, das hat sich halt geändert. Ja, bleibt abzuwarten, was da jetzt wirklich bei rauskommen wird. Ist natürlich ganz interessant, ist mal wieder gar nicht so lange bis zur DM hin, wieder ein Monat, wie ich das so sehe. Gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen, ist das Ganze eingetroffen. Ja, direkt vor den großen Nationals. Ja. Ja, lassen wir jetzt einfach mal Israel was, glaube ich. Lassen wir das einfach mal weg. Oder wo auch schon immer eine war. Unmittelbar vor den Israel. Unmittelbar vor den Nationals jetzt. Ich kann mal eben nachgucken, wie die nächste große ist. Es kommen jetzt auf jeden Fall Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Schweiz, Österreich, England. Die müssten alle noch kommen. Ah, wo ist es denn? Ja, findest du was oder findest du nichts? Am Wochenende ist Frankreich. Ah. Die Woche drauf ist Argentinien. Wow. Kolumbien. Ja, keine Ahnung, was das alles ist. Jetzt sagen wir einfach mal Frankreich. Das ist Latin America. Egal, sagen wir einfach mal Frankreich. Ja, die Franzosen haben da ihren Spaß dran. Wird interessant zu sehen sein. Dann die Woche drauf ist Malta, das ist ganz wichtig. Also der Weltmeister kommt aus Malta. Wer darauf setzt, der hat schon mal richtig Kohle gemacht. Kommt er nicht. Ich meine der nächste. Nein, also sagen wir es mal so, es wird ganz interessant zu sehen, was sich jetzt in Frankreich dann so entwickeln wird, ob sich da großartig was ändern wird oder nicht. Ich denke, das wird Gravekeepers Discendant. Oh, wow. Der hat auch kassiert. Musste jetzt mal so erwähnen. Ja, eindeutig. Also, ne? Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es wird sich ein bisschen was verändern. Ich denke, das Spiel wird auf jeden Fall sehr viel skilliger, sehr viel besser. Und ja, gibt's noch irgendwas dazu zu sagen, außer Yu-Gi-Oh! Und auf Exodia und so? Ja, ich wollte natürlich nochmal eben anmerken für alle, damit jetzt auch Sicherheit herrscht, ne? Exodia funktioniert trotzdem noch auch auf neutralen Gameplay, ne? Oh, du hast mich gerettet, Markus. Also weil ihr müsst mit Exodia nicht auf neutralen Gameplay warten. Und ne? Ihr könnt immer noch, wenn ihr die sechste Karte Topdeck Yu-Gi-Oh! Die fünfte Karte Topdeck Yu-Gi-Oh! Schreien, die Karte hinklatschen und dann in der Hand. Also das hat mich gerade ziemlich gerettet. Ich wollte am Wochenende eigentlich jetzt mein Exodia-Deck nicht auspacken, aber gut, dass ihr mich erhellt habt. Ja. Also ich danke euch. Wenn du jetzt Samstag kein Exodia spielst, dann musst du uns gucken. Nee, vergiss es. Ja. Also ich danke euch erstmal dafür. Wie ihr seht, hier oben nochmal der Link. Ich werde den Link auch gleich nochmal in die Videobeschreibung posten. Ich danke erstmal Markus und Lukas dafür, dass sie hier postwendend sofort für dieses Diskussionsvideo Zeit hatten.
Sagt mir, was ihr da... Hatten wir die Wahl? Ja, hattet ihr, verdammt, ne? Ich nicht, also ich hatte keine Das Wahl. Ist richtig. Scheiße, nein! schreibt am besten in die Comments, was ihr von der Regeländerung haltet. Habt ihr geglaubt, dass es so früh kommt? Ich möchte Simon grüßen, der mich jetzt gerade fragt. Ach so, ja, das hat er mich auch gerade gefragt. Hallo Simon. Ja, wir haben leider schon angefangen seit 15 Minuten. Also wie gesagt, schreibt in die Comments, was ihr von der ganzen Änderung, von der ganzen Sache haltet. Schreibt ruhig Erfahrungen rein. Habt ihr es selber schon gesehen? Habt ihr es nur durch das Video erkannt? Wie auch immer. Was haltet ihr davon? Schreibt uns, wie viele Leute euch in den nächsten 24 Stunden wahrscheinlich anschreiben, genau. dass diese Regeländerung stattgefunden hat. Ich weiß von der Regeländerung seit 20 Minuten und mich haben schon 6 Leute angeschrieben. Ungefähr. Also bei mir war es nicht anders. Ich habe es gerade im Facebook erfahren und dann hat mein ICQ ungefähr gemacht vor Messages. Deswegen, also, sagt uns, schreibt uns in die Comments, was ihr davon haltet, was wir euch gerade gefragt haben. Und ja, seid auch das nächste Mal dann wieder dabei. Bis denn dann, Yu-Gi-Oh!